Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. So, wir sind Kapitel 5 angelangt. Wir hatten in der letzten Folge, hatten wir diesen Bossgegner, diesen Richter war es wohl gewesen, ne, glaube ich. Wir hatten seine Perücke gefunden. Hatten wir besiegt gehabt, gegen ihn gekämpft als Bossgegner, als richtig krassen Bossgegner, als Geist, der Feuer machen konnte. Und dann kam der Mann mit der Maske und hat ihn kalt gemacht. Ja, was es mit dem Mann mit der Maske auf sich hat, das wissen wir noch nicht. Ich gehe mal davon aus, das sind wir, das ist unser Vater. Also in der Vergangenheit. So, in der Gegenwart, oder was man Gegenwart nennen kann, 1979. Tja, da wurden wir nun tatsächlich erwischt. Da sagten wir noch, wir sind Bäcker, wir sind keine Bäcker. Oder wir arbeiten nicht als Bäcker, wir sind Spione und wir werden verfolgt. Nun, sagte unsere Frau Emma auch tatsächlich, dass in der letzten Nacht sich irgendwer in unseren Grundstück rumgetrieben hat. Nun gilt es herauszufinden, wo oder wer oder was es war. Los geht's. So. Wie immer sieht es hier aus. So. Hinter unserem Haus. Natürlich, warum nicht vor der Haus? Das muss immer hinter dem Haus sein. Warte mal, gehen wir hier links. Keine Zeit zu verlieren. Aha. Wir haben eine Spur. Ich finde das hier voll schön im Wald. Da war es. Wo war das jetzt? Der Busch oder was? Ja, ich bin genau da. Anomalie entdeckt. Das mit der Anomalie schießen habe ich immer noch nicht so drauf irgendwie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die schwappeln bei mir immer so vorweg. Da! Feuer! Hinter dem Felsen oder was? Da genau vorne. Feuer! Einen gäbe es da noch. That fucking bastard is so confident that he approached the house to spy on us. Maybe if I can find more traces. Okay, er steht also hinter dem Baum und macht hier auf Harry Mösengeier, um unsere Emma zu bespannen. Wahrscheinlich so ein geiler Stalker oder so. Okay, der Richtung, was? Wollen wir mal in diese Richtung? Wir haben eine Spur. The signal is very clear. Quantum cloud should be right around here. The lines are coming together. I'm close to the source now. Hier vom Tor, was? Here to the other side. I need to get over there. Wer durch? Oh.
Okay, er ist aber rübergeklettert, statt kaputt zu machen, ne? So, unser. Da, so, meine Spur. Leute zusammen lösen wir den Fall. Da oben. Aha. Tja, du kommst mir da nicht ganz ran, was? Da könnten wir es aufbrechen, um da hochzuklettern, dann mit dem Haken weiterzugehen. Aber das ist... Ist das die Lösung hier links? Ja, tatsächlich ist die Lösung hier oben los. Okay. Ja, nimm's auseinander. Oh Gott, bin ich wieder muskulös heute. Einmal tief durchatmen, nochmal schnell. Okay. Mit bloßer Hand, ne? Sowas zu zerreißen ist auch gar keine schlechte Idee, wa? Die Nase kribbelt ein bisschen wieder. Das ist die Nervosität, weil ich Angst habe immer. Kaboom. Wir entfernen uns wieder. Sehe ich nicht. Moment, was ist denn das denn da? Alter Digga. Ist das pervers? Was ist denn das für ein Aufbau da? Und damit beobachten die uns, oder was? Fucker's got it all well organized. Das kannst du aber laut sagen. Scheiße, ich kann es nicht glauben. Er hat das Foto an den Tag gemacht, an dem wir hier angekommen sind. Er wusste sogar, wann und wohin wir umziehen würden. Alles klar. Trautes Heim Glück allein? Fragezeichen. Ja, Scheißdreck. Was? You won't lose me so easily, you bastard! Stop! Hear me? Wie kommen wir denn hier raus? Klischeehaft hier mit dem Hut, ne? You can run, but you can't hide. Oh, bist du doof? There you are, fucker. Ja, schnell. You're not losing me so easily. Verdammt. Was ist denn das für eine Scheiße? Komm wieder hoch? Boah, hab ich mich erschrocken, Enker, bist du irre? Ups. Willst du uns Kaffee einschenken? Ja, das ist eine sehr gute Idee, danke. Okay, hier ist eine gruselige Mine oder Höhle oder was weiß ich. Eine Minenhöhle. Eine verminte Höhle. Wie auch immer. Chasing a spy through a cave. Fuck, what would have been a joke a week ago is now reality.
Wow. Wer baut sowas alles? It's him. I can't get there. Okay, ich werde jetzt sau... sau konsequent rübergejumpt. Okay, dann ist er, dann geht er weg. Dann kein Problem. Geh ruhig. Ich, was? Also ranspringen oder dann. Ja, alles klar. Momentchen, Popentchen. Deine aufgespickte Spiekerz. Oh. Was für ein blöd Arsch. Können wir hier wieder auftauchen? Nee, können wir nicht. Ja, ganz schön knapp mit Luft anhalten und so ein Scheiß, ne? Beruhigend die Musik hier einfach ist. Schön, wenn man mit beruhigender Musik in den Tod schwimmen darf. Er wollte mich wohl umbringen. Nö. Okay. Aber muss sagen, wie malerisch, ne, das Ganze hier aussieht. Hier ist er so hochgerannt, der Penner. Doesn't seem too stable. Oh. Und ich dachte mir so, ich gehe einfach mal rüber, wenn er jetzt nochmal die Fresse tritt, ne? Fuck, hey, guys, close. Everything wants to kill me in here. Jetzt sanft so diese Felsen abtastet, so, ne? Sind wir da beim Nachbarshaus? Da, wo, da hinten ist unser Grundstück. Ich glaube ja, ne? Ich glaube, so ist es nämlich, ne? Meine Güte. Was für ein Run. Ja, ich vermute. Ja, ich vermute das einfach mal. Was ist denn das da? Oh, da kam er gerade her, ne? Richtig, genau. Das ist ein komischer Knick, der nach außen, als würde er erforscht werden wollen. Alles alt, ne? Huh. Okay. Was? Ach, komm schon. Das könnte so einfach laufen. Hätte ich da vorher... Nee, da käme ich ja vorher gar nicht rein, ne? Damit! Crouchy, crouchy! Diese Geräusche dabei einfach, das ist das Spiel, könnte für mich das Spiel des Jahres 2019, 2020 werden.
Aber das Problem ist, wir haben 2021. Okay, das interessiert hier niemand mehr meine Meinung. Wow. Diese Machete mag zwar alt sein, aber nix an Schärfe eingebüßt. Klingen wie diese wurden dazu verwendet, Pfade durch den Urwald zu schlagen. Sie sollten also in einem normalen Wald mehr als nützlich sein. Okay. Looks ancient, but maybe the blade is still sharp. Ich habe auch gleich gesehen, wo wir das nutzen können hier. Warte mal, eine Bratpfanne, was ist denn? Rosenfraß. Aber so Blut mit dran, ne? Einfach widerlich, oder? I need to get to the other side, but how? Genau so. How so? Well, I could go through here. Another signal. Alles klar. Hat er denn auch wahrscheinlich die Sicherung versteckt, ne? Der Typ. Nimm Kadaver rein. Hier hat sie keine Hinweise. Wir sind genau auf 100% und finden hier keine Hinweise. Aha. Da haben wir einen Hinweis. Noch eine, wa? Moment. Ja. Nee, getroffen. Das war's. Oder? Nee, offensichtlich nicht. Doch, doch. He turned left. I'm close, I can feel it. Ist er wirklich links gelaufen? Ja, tatsächlich. Ja, gut, okay. Okay, wir haben ihn. Aber wusste, dass wir sowas hier haben? He slipped through here. Time to suck in my gut. Oh, scheiße. Immer durch die Höhlen, sag mal. Der kennt sich aber hier auch Bombe aus, ne? Ich hätte mich da schon längst verlaufen überall. So, meine Kinderchen. Ob wir Mr. X fangen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.
Chill mit Öl.